Am nächsten Morgen. Morgen, Kilian. Es ist noch früh, aber natürlich bist du bereits wach. Bist du bereit? Können wir los? Ja, können wir eigentlich. Ja, wir sind wohl aufbruchbereit. Von nun an sind wir Flüchtlinge. Dies wird eine gefahrvolle Reise. Ich möchte nicht, dass unsere Teampartner sich der Gefahr aussetzen. Ich sage es ihnen besser nicht. Wir brechen einfach allein auf. Also, ja, Don Marcy, tut mir leid, aber ich muss dich leider zu Hause lassen. Wir müssen den Retterteams, die uns verfolgen, entkommen. Wir müssen um jeden Preis entkommen. Ja, wir müssen fliehen. Wie Simsala sagte. Flashback, der doch überhaupt nicht lange her ist. Und verdammt tolle Musik. Ja, die Wahrheit über mich selbst. Solange ich die Wahrheit nicht gefunden habe, muss ich durchhalten und fliehen. Selbst wenn das bedeutet, bis ans Ende dieser Welt laufen zu müssen. In Ordnung, brechen wir auf. Raupi und auch Safkon. Oh, und sogar die Papunga. Oh, ich bin froh, wir haben es geschafft. Wir wollten uns noch von dir verabschieden. Ich auch. Guten Morgen, ich bin's, Dicta. Ich wollte mich auch von euch verabschieden. Ihr alle? Das ist ein Brief. Kilian, kannst du ihn vorlesen? Viel Glück. Das ist ein Abschied, aber nicht für immer. Bis zu dem Tag, an dem ich dir wieder die Post bringe. Ich werde immer auf dich warten. Der wandernde Postbote Pelipper. Sogar Pelipper. Ich danke euch allen. Die anderen Pokémon werden bald aufwachen. Ihr müsst gehen, beeilt euch. Ja. Gehen wir. Die Straße wartet auf uns. Passt auf euch auf. Wir warten auf euch beide. Danke. Wir werden bestimmt zurückkommen. Mit Sicherheit. Passt auf euch auf. Und so begann für Kilian die Flucht ins Ungewisse, voller Gefahren und Entbehrungen. Über zerklüftetes Gebirge. Wow, hier geht es aber in die Tiefe. Beeindruckend. Und höllisch heiße Feuerebenen. Die Natur ist auch hier außer Kontrolle geraten. Das Feuer im Wald wütet noch immer. Doch trotz aller Gefahren hielt sich das Team von Kilian wacker und aufrecht. Unverzagt und tapfer marschierten sie weiter. Puh, wir sind wirklich weit gelaufen. Mir kam ein Gedanke, als wir unterwegs waren. Alle möglichen Orte wurden durch die Naturkatastrophen in Mitleidenschaft gezogen. Ich bin mir sicher, dass viele Pokémon unter den Katastrophen leiden. Ich wünschte, wir könnten wieder als Retterteam arbeiten und ihnen helfen. Es tut mir leid, ich sollte nicht so herumjammern. Wir müssen hier weg, Schluss aus. Oh, ich höre Stimmen. Ich glaube, sie sind da lang. Sie können uns nicht entkommen, nicht uns allen. Wir müssen Kilian schnell loswerden. Nein, sie können uns doch nicht schon eingeholt haben, oder? Wir gehen besser weiter. So, dann geht's jetzt ab in die Lapishöhle und da finden wir auch schon direkt die erste Treppe. Okay, ich habe wieder hier was zu fixieren. Ach ja, stimmt, der Bodentyp. Aber gut, der macht wenigstens keinen Schaden. Alter, hör auf, Steine auf nach mir zu schmeißen. Das tut weh. So. Ich möchte hier unnötige Kämpfe soweit es geht vermeiden.
Top-Elixier, sehr schön. Oh, Moment, hier liegen noch ein paar Items rum. Noch ein Georockbrock und noch einer. Gut, können wir vielleicht alle mal brauchen. Ja, gestimmt. Der Giftwurm funktioniert hier ja auch, wenn man nicht unbedingt einen Kontakt herstellt. Zum Glück hält Gift auch nur so lange an, bis man eine Ebene verlässt. Wir haben hier echt Glück mit den Treppen, muss ich mal sagen. Schon wieder. Und eine TM. Oh! Lucky, lucky, lucky. Das ist die beste TM, die ich als Pikachu finden kann. Da kann die Donnerwelle für weg. Finde ich da wirklich die beste TM, die ich für ein Pikachu kriegen kann. Das ist echt super. Ich habe den Durchbruch. So. Mehr Georockbrox, mehr Geld. Und weiter in die nächste Ebene. Noch mehr Geld. Das Problem ist nur, wenn wir jetzt während unserer ganzen Abenteuers, während wir auf der Flucht sind, auch nur ein einziges Mal draufgehen, ist das ganze Geld, was wir finden, weg. Dagegen gibt es nur ein Gegenmittel. Nicht sterben. Das Problem ist nur, dass wir unterwegs auch ein paar Bosskämpfe haben. Chrissy erreicht Level 17. Sehr schön. Und nächste Treppe. Ich glaube, diese Höhle hatte 14 Untergeschosse, wenn mich nicht alles täuscht. Da ist noch eine TM. Folterknecht. Ich hätte jetzt gelacht, wenn es Eisstrahl gewesen wäre, weil das wäre Schaufler. Ich finde hier lauter richtig gute TMs. Ich glaub's jetzt echt nicht mehr. So, was hauen wir ihm denn dafür weg? Moment, ich hau ihm mal den Link raus und mach den Heuler raus. So dringend ist der Link jetzt auch nicht bei ihm. Das war nur, damit er überhaupt eine Link-Attacke hat. Ich kann ihm ja später nochmal was reinlinken. Mir fehlt jetzt echt nur noch der Eisstrahl als TM und ich habe alle TMs gefunden, die ich haben will. Donnerblitz wäre zwar auch nice to have, aber den lerne ich sowieso mit Level 26, also wäre der jetzt auch nicht so wichtig. Ich weiß, dass es bis Level 26 noch ein bisschen hin ist, aber... das kriegen wir schon noch. Wenn der Donnerschock mal wieder daneben geht.
Also durch die Lapishöhle sind wir echt gut durchgekommen. Puh, endlich haben wir die Höhle hinter uns gelassen. Und wo sind die Pokémons, die uns die ganze Zeit verfolgt haben? Hey, seht nur, da sind sie, da drüben. Ah, da kommen sie, lauf! Stehen bleiben, lass sie nicht entwischen. Sie erwarten wirklich, dass wir anhalten und auf sie warten? Oh nein, da! Der Berg steht in Flammen. Sieh mal, all die Lava, die aus dem Krater fließt. Ob wir hier überhaupt weiterkommen? Sie werden uns bald eingeholt haben. Was sollen wir tun? Seht mal, da sind sie. Schnappt sie euch. Uns bleibt nichts anderes übrig. Komm, gehen wir. Seht, da laufen sie. Sie wollen zum Feuerberg. Sind die verrückt? Der Feuerberg ist die Hölle. Soweit ist noch niemand vorgedrungen. Da will ich nicht hin. Es hilft alles nichts. Nur die Mutigen setzen die Jagd fort. Speichern erfolgreich. So ein Mist, wo sind sie hin? Sie müssen da lang sein. Haltet eure Augen offen. Ich glaube, sie sind weg. Ich glaube, wir sind ihnen entkommen. Aber hier draußen können wir uns nicht verstecken. Wir müssen über den Berg dort. Lass uns weitergehen, sobald du soweit bist. Oh ja, hier haben wir eine schöne Kangama-Lagerstatue. Die kann ich ja, glaube ich, nicht einmachen, oder? Ja, dachte ich mir fast. Und da ich sowieso... Ich glaube, die Aufbereitung kriege ich nicht so schnell. Die Frage ist, was ich jetzt alles mitnehmen soll, weil ich kann gleich mal sagen, am Ende von diesem Dungeon haben wir wieder einen Boss. Einen Boss, den ich nicht unbedingt auf die leichte Schulter nehmen will. Ich glaube, die Siedelbeere lassen wir gleich mal so da. Den Blaugummi können wir wegmachen. Apfel reicht einer. Georockbrock reichen die 99 Stück, die wir dabei haben. So, das heißt, wir nehmen mal wieder ein bisschen was mit. Und zwar alle Belebersamen, die wir kriegen können. Außerdem will ich gern einen Schlafsamen dabei haben. Das soll's dann gewesen sein. Die genutzten TMs werde ich dann wahrscheinlich wegwerfen. So. Wir haben hier zwei Möglichkeiten, wohin gehen. Feuerberg oder Felspfad. Der Felspfad ist allerdings hier nur zum Trainieren da. Der führt uns genau wieder dorthin, wo wir hergekommen sind. Also genau wieder hierher. Da ich eigentlich genug trainiert bin, möchte ich gleich zum Feuerberg. So. Ihr dürft übrigens dreimal raten, welcher Bossgegner hier auf uns wartet. Zwei Gummis auf der ersten Ebene. Und sieh mal einer an. Moment mal. Die genutzten TMs können wir wegwerfen. Wird wahrscheinlich eh kein Pokémon mehr kriegen, das die Attacke Aufbereitung kann, dass wir die wiederherstellen können. Und selbst wenn, ich bräuchte den Durchbruch sowieso nur einmal.
haben wir hier noch? Geld. Geld ist immer gut. Flammkörper. Wie viel hält der aus? Mal schauen, ob wir die Treppe schnell finden. Ansonsten Verbrennung macht mir jetzt nicht so viel aus wie Gift. Weil Gift ist, finde ich, viel schlimmer hier als Verbrennung. Ich habe das Gefühl, ich laufe hier in eine Sackgasse. Ja, das tue ich. Treppe, sehr schön. So. Noch eine Treppe. Sind wir schon auf E6. Hier ist die Treppe, sehr schön, sehr schön. Oh, seltenes Vergnügen, ein Kecleon-Laden. So, wie viel Geld haben wir denn dabei? Oh, das ist ja sogar richtig viel. Können wir die genutzte TM auch hier gleich da lassen? Dann kriegen wir sogar noch was dafür. Das sind alles normale Äpfel. Ein Erstarrorb. Den nehmen wir doch mal mit. Dafür lassen wir die 7 Georock-Brocks hier da. Und das sind zwei große Äpfel, die da sind. Die brauchen wir jetzt aber auch nicht unbedingt. Ich habe genug Geld für beides da. Man darf sich mit Kecleon hier nämlich nicht anlegen. Das könnte nämlich unter Umständen sehr tödlich enden, wenn man nicht gerade auf einem richtig hohen Level ist. Ladendiebstahl bei Kecleon ist echt nichts Lustiges. Ich will jedem davon abraten.